Maria Voskania erwartet ihr erstes Kind. Die Schlagersängerin freut sich wahnsinnig auf mein Baby, wie sie im Interview erzählt. Schlagersängerin Maria Voskania, 34, ist unter anderem aus Deutschland zu den Superstar bekannt und als jahrelange Backgroundsängerin von Helene Fischer, 37. In der Castingshow belegte Voskania 2017 den dritten Platz. Nach 2 Jahren Pause veröffentlicht die aus Armenien stammende Sängerin am 4. Februar nun ihr neues Album Jetzt oder Nie. Und auch privat gibt es Neuigkeiten, im Frühjahr erwartet die 34-Jährige ihr erstes Kind. Ich freue mich natürlich sehr, bin schon sehr gespannt und möchte so gern dieses kleine Wesen auf der Welt begrüßen und kennenlernen, erzählt Maria Voskania im Interview mit Spot On News. Ich muss aber zugeben, dass ich auch einen großen Respekt davor habe. Außerdem verrät sie, warum der Anfang ihrer Schwangerschaft hart für sie war und wie sie sich an ihre DSDS-Zeit zurückerinnert. Der Titel des Albums heißt Jetzt oder Nie. Was bedeutet dieser Satz ganz speziell für sie? Maja Voskania, dieser Satz bedeutet für mich einfach jeden Moment zu leben, denn ich denke, die Zeit vergeht so schnell und wenn man zu sehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängt, vergisst man zu sehr das Hier und Jetzt. Wie der Song schon sagt, das Leben zu lieben, die Liebe zu leben, einfach in dem Moment zu sein. Genau das versuche ich in meinem Leben umzusetzen, einfach im Jetzt und hier zu sein und jeden Moment zu genießen. Ich möchte nicht irgendwann aufwachen und merken, hoppla, ich habe etwas verpasst. Ihr Vater begleitet sie bei ihren Songs oft auf der Gitarre. Welche Rolle spielt er in ihrem Leben? Voskania, mein Papa spielt eine riesengroße Rolle wie natürlich auch der Rest meiner Familie. Ich bin ein sehr großer Familienmensch. Ich habe das große Glück, dass mein Papa genauso gern Musik macht wie ich. Das meiste habe ich von ihm gelernt. Ich schreibe mit ihm Songs und liebe es, mit ihm gemeinsam Musik zu machen. Von daher ist er, sowohl musikalisch als auch menschlich, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich habe auch mit ihm gemeinsam viele Songs für das neue Album geschrieben, bei Ja Ja Ja, Schwimm mit der Welle oder Deine Liebe war nie echt war die Hauptidee von ihm. Es macht wahnsinnig Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bin froh, dass er bei mir ist und meine ganze Familie mich unterstützt.